Ja, servus, grüezi und hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Division 2, Warlords of New York. Ich bin der Badenfarmer, schön, dass du mit dabei bist, wenn wir hier wieder auf die Tour gehen. Ja, wir sind jetzt wieder in der City Hall, zurückgesprungen und wir gucken mal, was wir als nächstes zu tun haben. Da müssen wir hin. Die Bergung des Transceivers ist ein guter Anfang, aber wir brauchen mehr, um Parnell zu finden. Ein Agent hat seinen letzten Bericht bei einer Siedlung in der Nähe hinterlassen. Er sollte relevante Daten enthalten. Sie sollten die beiden in Verbindung bringen und die Muster finden, die uns auf die richtige Spur bringen. Ja. So, ich werde auch in der Zukunft nicht ganz so viel erzählen und reden, auch während den Gefechten nicht. Und vor allen Dingen natürlich auch nicht, wenn wir hier entsprechende Story-Geschichten oder Story-Informationen bekommen, damit wir die natürlich nicht verpassen. Also habt ein bisschen Nachsicht, wenn ich nicht wild durch die Gegend rede. Natürlich werde ich ab und zu ein bisschen meinen Senf dazu geben hier bei diesem Gameplay. Aber wir schauen natürlich schon, dass wir ein bisschen was von der Story mitbekommen. Okay, wir müssen also zum nächsten Punkt, um Informationen zu sammeln und eben die Karte ein bisschen aufzudecken. Ah, stopp, ich wollte noch was machen. Und zwar habe ich festgestellt, dass doch in unserem Bild die Waffe nicht ganz so ideal ist. Ah, die habe ich schon gewechselt, stimmt. Also, wir wechseln auf die AKM. Haben die auch ein bisschen gemoddet und dadurch haben wir jetzt auch einen höheren Schadenswert. Bei den anderen Punkten warte ich noch ein bisschen ab, bis wir wieder in der Base sind. Aber jetzt versuchen wir mal unser Glück mit dieser Ausrüstung. Tragbares Gerät erkannt. Vater, so spät habe ich Sie hier nicht erwartet. Das könnte ich von Ihnen auch sagen, Captain. Das ist die einzige Zeit, zu der ich lesen kann. Lassen Sie sich nicht stören, ich hefte nur ein paar Papiere ab. Oh, ich habe gerne Gesellschaft. Wie geht es Ihnen so? Es ist hart, aber es muss weitergehen. Sie helfen niemandem, wenn Sie sich verausgaben. Sie müssen auch mal eine Pause machen. Natürlich, ich erledige das noch, dann lege ich mich hin. Wenn Sie etwas zum Einschlafen brauchen, hier eine Nachtlektüre. Tolstoi? Ein toller Romanautor. Danke, Vater. Schlafen Sie gut. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. So, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall über diesen Platz. Ihr habt das sicherlich schon gemerkt, so ein bisschen lege ich Wert auf die Fertigkeiten. Das heißt, ich verlasse mich sehr auf mein Geschütz und auf meine Drohne. Und hier in der Nähe haben wir wieder anscheinend ein Gerät. Aber wir sollten hier erstmal die Jungs hier aus dem Weg räumen. Oh, hier rechts gibt es auch noch eine Bedrohung. Seht ihr das? So eine scheiß Drohne. So, ne, rechts ist alles ruhig. Okay, dann können wir wieder einpacken. Ich weiß, du arbeitest nicht allein. Vorsicht, Faye. Du willst Isaac doch nicht aufregen. Wenn du mich nochmal so schlägst, hält er dich für abtrünnig. Du bist bei der JTF gelandet. Wir tun, was wir tun müssen. Hast du was am Kopf? Du bist diejenige, die nicht klar denken kann. Wie lautet dein Einsatz, Agent? Retten, was übrig ist? Das Überleben sichern. Dafür leben wir, dass da noch ein Boden ist, wenn wir irgendwann auf die Füße kommen. Coole Geschichte, Faye. Und? Wie läuft es so? Es ist hart. Aber es läuft. Sicher. Jetzt. Aber was ist nächste Woche? Oder die Woche darauf? Oder wenn monatelang kein Nachschub von Sarah kommt, die Medikamente knapp werden und die Leute, die jetzt so gut zusammenarbeiten, sich an die Gurgel gehen? Was dann, Faye? Wir passen uns an. Wir arbeiten zusammen und finden einen Weg. Und wenn sie eure Technik und Geschütze gegen euch wenden? Was tust du dann, Faye? Was ich tun muss, Alicia. Das tue ich auch. Du bist noch nicht so weit, aber du wirst sehen.
du bist wie ich. Ich bin nicht wie du. Ich bin keine Verräterin. Ich bin keine Verräterin. Ich bin effektiv. Ich sehe, wo das hinführt und wer etwas... Fragen Sie den Leiter der Siedlung. Er unterstützt unsere Agents. Sie betreten einen sicheren Bereich. Ja, sehr schön. Ein Safehouse. Das ist natürlich immer sehr gut. Sehr gut. Ne, Spieler wollen wir keine suchen, aber bestimmt gibt es irgendwo Informationen abzurufen. Ist das sie vielleicht? Nein. Faye, mein aufrichtiges Beileid. Wir hatten zu wenig Patrouillen. Wir konnten nicht ahnen, dass das passiert. Sie haben es nicht geahnt. Ich habe gesagt, dass das passiert. Und jetzt... Brauchen Sie etwas? Eine verdammte Zeitmaschine. Ich habe nur Whisky. Ich habe letzte Woche eine Flasche gefunden. Trinken bringt meine Schwester nicht zurück. Nein, aber es hilft zu vergessen, bis der Schmerz nachlässt. Hör mit der Flasche. Agent braucht Verstärkung. Ja, wir werden uns immer diese Videoaufzeichnungen und auch Audioaufzeichnungen anhören. Finde ich immer ganz interessant und wichtig für die Story. Hi. Im Orangenen Ring nachzuurteilen, sind sie in Division-Angelegenheiten unterwegs und nicht, um eine Katze zu adoptieren. Richtig. Die Agents haben hier Zeug für sie deponiert. Gut. Vielleicht ändern sie ihre Meinung wegen der Katze ja noch. Nein. Nicht heute. So, wo haben wir denn? Da doch am Computer. Werden wir Informationen bekommen. Daten analysiert. Signalquelle mit 91%iger Wahrscheinlichkeit geortet. Das reicht mir. Offenbar hat Parnell seine Drohnen aus einem verlassenen Gefängnis herausgesteuert. Gruselig. Der perfekte Ort für eine verdeckte Operation. Nicht mehr lange. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Wir haben das Drohnensignal bis zu den Antennen auf dem Tombsdach verfolgt. Theo Parnell sollte dort sein, oder zumindest war es. Späher haben Rikers entdeckt, die aus dem Gebäude gekommen sind. Ich helfe Ihnen dabei. Falls Parnell wirklich so ein Technikgenie ist, brauchen wir ein noch größeres Genie, um seinen Kram zu überlisten. Wir haben großes Glück, Sie an Bord zu haben, Rhodes. Ja, der Rhodes, das ist wirklich ein großes, großes Glück. So, also das heißt, wir müssen den nächsten Brotgruben finden. Wo geht's lang? Ja, hier kommen wir definitiv raus und dann sehen wir mal weiter, wenn wir an der Oberfläche sind, wo wir hin müssen. Okay. Da vorne sieht es wieder nach einem Gefecht aus. Und da kommt auch noch einer. Ich muss nachladen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, logischerweise sind auch auf unserem Weg noch einige Gegner. Gerät erkannt. Aha. Was Neues zu deinem Vater? Nein. Isaac hat Zugriff auf alle Datenbanken der Regierung, aber ich renne immer noch gegen eine Wand. Bei Isaac gibt es Sicherheitsebenen, die dir verwehrt sind. Da sind immer noch Mächte, die nicht wollen, dass du etwas erfährst. Wie das, was passiert ist? Der ersten Welle. Ja. Alles nur Gerüchte, aber wir haben überall Kameras und Mikros. Es kann nicht so schwer sein, die Wahrheit zu finden. Es ist nur schwer, wenn die wollen, dass es schwer ist. Es ist also wahr. Sie haben euch im Stich gelassen, weil ihr für sie entbehrlich wart? Das liegt am Kleingedruckten im Vertrag.
Wir sind das letzte Bollwerk, wenn die Scheiße losgeht. Aber eigentlich sind wir nur der Schild, der sie vor der Scheiße schützt. Ich wünschte, ich wüsste, wer die sind. Dabei sind die leicht zu finden. Schau einfach, wer noch sauber ist. Wer noch Ressourcen hat, die er nicht haben sollte. Weißt du, dass die Mörder meines Vaters für die erste Welle verantwortlich sind? Würde mich nicht wundern. Jeder hat Geheimnisse, Theo. Aber die Leute, die wissen, was mit deinem Dad passiert ist, haben Freunde ganz oben. Wenn du die Wahrheit erfahren willst, kann ich helfen. Meine Freunde sitzen noch weiter oben. So, das riecht ja förmlich wieder nach Ärger hier. Wir haben das Signal von Parnells Drohne verfolgt. Und offenbar stammt es von The Truth. Und vielleicht ist er noch da. Aber zumindest finden wir da Teile seiner Ausrüstung. Ich bin dabei, falls Sie Unterstützung brauchen. Ich würde zu gern wissen, was für einen abgefahrenen Kram der Typ gebunkert hatte. Rote Stürmerdrohne entdeckt. Okay, mit diesen Drohnen ist nicht zu spaßen. Entdeckt. Ja, dann will ich mal hoffen, dass meine Drohne mit den Drohnen mithalten kann. Okay, das Gefängnis durchsuchen. Da werden wir aber langsam aber vorsichtig vorgehen müssen. So. Jetzt müsste doch normalerweise hier eine Tür aufgehen. Yep. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Echt? Gott sei Dank. Ramsay, Sie werden es nicht glauben, aber ich bin auf Ihrer Seite. Ich hintertreibe Kinas Pläne schon seit Monaten. Ich habe sein Netzwerk infiltriert. Die Rikers ahnen sicher noch nichts, aber ich hab's verborgt. Er ist hinter mir her. Ich komme in die Cafeteria. Aha. Ich rieche die Falle bis Haven. Passen Sie auf, Agent. Natürlich werden wir aufpassen. So, schauen wir noch mal ganz kurz. Okay, da sind wir jetzt drin im Gefängnis. Rote Stürmerdrohne entdeckt. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Gut, dass man eine Schrotflinte dabei hat. So, wenn ich mich hier richtig erinnere, müsste hier eigentlich Material zu finden sein. Und zwar nicht nur Wasser. Oder war das erst im Besucherbau? Na, wir werden sehen. Ja, Visiting Room, da müssen wir hin. Genau, da müssen wir irgendwo durchschießen. Ah, da. Gut. Sehr schön. Jetzt kommen wir hier rein und können mal schauen, was in der Waffenkiste verborgen ist. Ein G36, wie ich das liebe. Ein G36, 18,9 Schaden. Wir schauen mal kurz, was unsere jetzige Waffe hat. Die hat 19,5, aber das G36 hat natürlich eine deutlich höhere Schussfrequenz. Und das können wir mit Sicherheit schön modden. Naja, schauen wir mal, wie weit wir mit der AKM kommen.
Okay. Aber das hat sich schon mal gelohnt. Sehr schön. So, da war nichts. Aber hier wird es jetzt spannend. Menschliche Überreste entdeckt. So, bauen wir unsere Verteidigung auf, damit wir etwas Feuerunterstützung haben. Analysiere Daten. Identifikation positiv. Theo Parnell, abtrünniger Agent, verstorben. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das haben sie halt nicht. Man kann ihn leicht austricksen. Sie sollten vorsichtiger sein. Drauf reingefallen! Sorgen. Okay, denkt darüber nach. Okay. Ein bisschen einsammeln. Und nochmal das Geschütz. Ja. So. Da oben auf dem Balkon gibt es noch Munition für unseren Granatwerfer. Für den ja schwierig wird, hier in geschlossenen Räumen den einzusetzen. Aber schauen wir mal. Gut. Er hat seine Gesichtserkennungsdaten in der Shade-Datenbank geändert. Ich habe die Lücke geschlossen. Sollte kein Problem mehr sein. Glauben Sie nicht, was Parnell sagt. Er versucht nur, sie abzulenken und sich einen Vorteil zu verschaffen. Ich kenne das schon, aber das klappt nie. Da reicht die Reichweite nicht. Ups, ich hoffe, das verschwindet jetzt nicht. Ich glaube, das war nicht ganz so glücklich. Doch. Müssen wir jetzt mal ohne Feuerunterstützung vom Boden. So, aber jetzt. Das war leicht. Ich bin noch auf Herausforderung. Sehen Sie den Knopf, drücken Sie drauf und Sie kriegen ein Geschenk. So, jetzt holen wir uns erstmal wieder die Granate. Positionieren schon mal hier vorsichtshalber, weil ich ahne es. Ihr ahnt es. Sie befolgen wirklich Gambling-Befehle, oder? Denken Sie nie selbst nach? Rote Stürmerdrohne entdeckt. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Oh, so ein Pech. Ja. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Da ist was nebenan in der Krankenstation. Parnell muss dort sein. Okay. Aber erstmal wieder das Geschütz einsammeln. So, und hier Munition.
schnell. So, wir müssen zur Krankenstation. Aber war nicht irgendwo hier noch was in diesen Zellen? Sieht nicht so aus. Okay, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie das Ganze funktioniert. Irgendwo müssen wir hier runter. Naja, gut. So geht's auch. Nee, da müssen wir nicht rein. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja eher nur ein Hologramm. Tragbares 3D-Projektionsgerät entdeckt. Parnell kann Hologramme von sich erstellen? Einer von den Wichsern ist mehr als genug. Tja, wie war, wie war. Scheint wohl nicht so, dass er ihm geglaubt hätte. Okay. Aha. Natürlich wieder ein großer Raum und ein paar böse Jungs. Wie viel haben wir denn? Okay, das Magazin ist fast voll. Das heißt, das nächste Mal könnten wir hier mal einsetzen. So, jetzt glaube ich nichts zu looten. Okay. Aufzeichnungen gewühlt und Beweise für Korruption gefunden, die bis ganz nach oben reicht. Glauben Sie wirklich, dass die Division gegen Washington und den ganzen Politik-Scheiß immun ist? Wir sollten zusammenarbeiten. Vor allem sollten wir erstmal hier die Treppe hochgehen, um wieder nach oben zu kommen. Ups. Okay. Parnells Signal wird stärker. Er scheint in einem Sicherheitsraum ganz oben im Gebäude zu sein.
So, was haben wir hier? Elektronisches Gerät erkannt. Ah ja. Ich kann Kernsenken direkt nichts anhängen. Sie war zu der Zeit nicht in DC und ich habe keine Aufzeichnungen von Treffen oder Anrufen mit jemandem, der dazu fähig wäre. Vielleicht ahnte sie, dass ich zuerst sie verdächtigen würde. Ich muss etwas anderes finden. Auch wenn sie Wegwerftelefone hatten und die Daten vernichtet wurden. Alle Spuren können sie nicht verwischen. Irgendwann machen sie einen Fehler und dann bin ich da. Kensington hat meinen Dad getötet, um Waller zu schützen. Ich weiß wie und warum. Ich kann es nur nicht beweisen. Noch nicht. So, hier haben wir wieder die berühmte Tür, die zu ist. Ein gelbes Kabel, was hier rüberführt. Und hier können wir den Stromkasten zerschießen und dann müsste die Tür aufgehen. Ja, sieh doch an. Passt doch. So, und jetzt können wir hier diese Tür öffnen. Sehr schön. Ich habe nicht alles vergessen, so wie es aussieht. Dafür haben wir leider keinen Schlüssel. Schon ein bisschen Angst. Dort bewahrt er seine Recherchen auf. Gehen Sie rein. Aktives Terminal entdeckt. Rote Stürmerdrohne entdeckt. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Sicherheitsprotokoll. Okay, Rhodes. Zeigen Sie, was Sie können. Ich arbeite dran. Dank Isaac sollte ich die Nuss schnell geknackt haben. So ein wichtiges Werkzeug verdienst du gar nicht. Echt nicht. Feuer kann ein mächtiger Verbündeter sein im Kampf. Glaubt es nicht zu haben. Scan-Ergebnisse. Dateien gefunden. Eine. Platte Audiodatei. Die Server gelöscht. Alles weg. Dann müssen wir weiter. Wir dürfen Parnell nicht entkommen lassen. Okay, jetzt geht's wieder runter. Oh, Fußspuren. Von wem die wohl sein mögen. Okay. Rote Stürmerdrohne entdeckt. Ah ja, die berühmten Stürmer. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Schatz, ist dein Funkgerät noch eingeschaltet? Bin da. Du hast das noch unter Kontrolle, oder? Sicher, ich komme jetzt zu dir. Die Vision ist mir auf den Fersen. Mach dich bereit. Er kriegt langsam Angst. Ja, das sollte er auch haben. Tragbares Gerät erkannt. So. Es ist immer ein wenig verwirrend, wenn er meldet, dass ein Gerät in der Nähe ist. Und Verstärkungsanforderung. Und dann vermutlich dann doch irgendwo ein paar Stockwerke tiefer oder über einem. Aber das sieht man ja am gelben
Es muss unter uns sein. Jetzt sind wir auf das M-Hebel. Und da ist es. Gregor schickt dich? Ja, freut mich. Ich bin Theo. Judge, also, wo ist der Scharfrichter? Dragov meinte, du brauchst Schutz? Ich brauche keinen Schutz. Okay. Hör mal. Ich weiß, dass du nicht willst, dass wir hier überall auf deinem wertvollen, was auch immer das ist, rumtrampeln. Mach dir keinen Kopf. Die Sache ist die. Der rote Ring ist wie eine Zielscheibe auf deinem Rücken. Und Dragov will nicht, dass du vorzeitig ins Gras beißt. Das ist sehr aufmerksam von ihm. Wir bleiben also hier, bis Dragov uns abzieht. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal. So oder so. Ich hoffe nur, dass irgend so ein Division-Arschloch kommt, um dich abzumurksen. Dann kann ich mir eine weitere Trophäe holen. Klar, das ist... Cool. Okay, ich geh dann mal nach oben. Ja, bist du packen. Ja, mit Bandmunition muss man ein bisschen sparsam sein. Jetzt wird vermutlich da einer rausbrechen. Ah ja, wusste ich's doch. Er genießt meine volle Aufmerksamkeit. Okay. Das? Mehr habt ihr nicht zu bieten? Müsste jetzt eigentlich in einem guten Actionfilm kommen. Gut. Und weiter geht's. Bisschen wieder einsammeln. Okay, da haben wir was für die Kanone. Fürs Geschütz. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Zögern Sie nicht. Sie bekommen vielleicht keine zweite Chance. Ich gebe zu, Sie sind deutlich besser in Form. Aber ich werde trotzdem entkommen. Sie wissen, dass Sie nicht der Gute sind, oder? Sie warten durch Blut, während ich versuche, zur Wahrheit vorzudringen. Vorsicht! Trauen Sie Parnell nicht. Er tut alles, um Sie abzulenken. Konzentrieren Sie sich und bringen Sie den Bastard zur Strecke. So. Ich würde mich wundern, wenn denn noch irgendwo hier was rumliegt. Nein. Ihn zur Strecke bringen? Ich glaube, dafür sind wir doch da. Ist das nicht unser Job? So. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Tina, ich bin's. Ich muss hier weg. Schicken Sie einen Hubschrauber. Geht leider nicht, Theo. Ich kann deinen Mist nicht gerade bieten. Tina, ist das Ihr Ernst? Tina, antworten Sie! Tina! Er sitzt in der Falle. Da glaubt man, Freunde zu haben und dann sowas. Naja, das Leben ist eben eines der härtesten, sage ich immer. War da nicht noch was? Nö. So, dann gehen wir mal raus auf die Piste und dann müsste es bald soweit sein. Nochmal ein bisschen Munition einsammeln. Geh immer mit einem vollen Magazin ins Gefecht, sagte schon meine Mutti. So, auf geht's, Freunde. Hier können wir nochmal... Was ist das? Schockmunition.
Okay. Hier können wir jetzt mal die große Wumme rausholen. Die Siegeschüsse gehackt. Er hat wohl noch ein paar Trümpfe in der Hand. Mhm. Wir haben seine Uhr bis in den nahegelegenen Park verfolgt. Schütz. Und das muss man auch noch irgendwo ausschalten können, sodass man jetzt gar nicht in Gefahr geraten bei der Annäherung. Wunderbar. So, dann dürften wir ja jetzt zum Endkampf kommen. Jetzt kann der Feigling nicht mehr weglaufen. Dann schauen wir mal, wie gut wir dafür gerüstet sind. So, gibt's hier noch ein bisschen was einzusammeln? Ja, nochmal alles vollpacken. Granaten. Erste Hilfe. Munition. Mit vollen Taschen zu deinen Freunden. Und los geht's. Identifikation bestätigt. Agent Theo Parnell. Fehler. Mehrere Signaturen erkannt. Verdammt nochmal. Wie viele davon hat der? Wenn du niemandem vertrauen kannst, erschieß sie alle. Das ist doch ganz ihr Ding, Agent. Von wo schießt er? Von da? Ah, da oben ist er. So, jetzt kommen die bösen Jungs. Geschütz hätten wir ja bloß der. Nee. Aber da unten ist er. Huch. Da ist er. Da hattest du ein leichtes Spiel. Abtrünniger Agent erkannt. Da ist er. Der Geschützgenerator wird nicht ganz so leicht.
So, da ist noch einer. Ja, ist ein bisschen heikel, dieses Level. Wenn man als nie genau weiß, wer auf einen schießt. Da. So, jetzt werden wir mal nach unten gehen. Weil wir müssen ja vermutlich den dritten Geschützturm noch kaputt machen. Oder zerstören. Und Munition kann auch nicht schaden. So, wo bist du? Mir ist er nicht. Ich würde ja gerne Theo töten, aber dazu müsste er endlich mal aus dem Loch kommen. Da ist er. Mhm. Gut. So, da kommen wieder welche. Na. Jetzt sollten wir aber langsam mal Theo bekommen. So. Etwas irritieren. So, da müssen wir hin.
dass sie es in einem Stück geschafft haben. Tja, so sehe ich das auch. Parnell Informationen für uns hat. Rote Schildfertigkeit entdeckt. Aha. Nehmen wir mit. Rote Schildfertigkeit erhalten. Sehr schön. Köder, Ablenkungsköder. Naja, ob wir das jetzt benötigen, weiß ich nicht. Ich habe Verbindung zu seiner Uhr, aber da läuft eine Art Löschprotokoll. Und weg. Ich habe trotzdem noch ein paar Daten bekommen. Vor allem Systemdateien, aber... Er wollte auf einen Remote-Backup-Server zugreifen. Backups der gelöschten Daten aus dem Gefängnis? Vermutlich. Es wird viel Rechenarbeit nötig sein, um den Server zu finden, zu hacken und die Dateien zu extrahieren. Ich habe ein paar Ideen, aber seine Uhr wird dabei definitiv helfen. Das ist doch schön, wenn man eine Uhr hat. Okay, liebe Freunde, das wäre es für diese Folge gewesen. Wir haben jetzt fast 46 Minuten gezockt. Hat jetzt auch hier beim Endkampf ein bisschen länger gedauert. Aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, wieder hier ein kleines Gameplay hier auf meinem Kanal gesehen zu haben. Ich, der Badenfarmer, darf an der Stelle wie immer, Achtung, wieder ein kleines Tänzchen für euch machen. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr wieder bei mir einschaltet, wenn wir Warlords of New York weiterspielen. Denn Aaron Keener ist immer noch nicht da, wo er hingehört, nämlich in der Kiste. Also, bis dann. Tschüss, ciao, cheerio. Ich wünsche euch was. Der Bahnfarmer sagt ciao.